Weiter geht's mit Greil Marcus, dem Chronisten des Punk. Meinen ersten Artikel habe ich 1968 geschrieben, kurz nach Erscheinen des ersten Rolling Stone. Jan Wenner, den Gründer des Magazins, kannte ich aus dem College. An der Uni langweilte ich mich zu Tode. Es war unerträglich. Doch dann sah ich diese Platte im Laden. Magic Bus, The Who on Tour. Ich liebte The Who und wünschte mir, wie jeder Fan, ein Live-Album von ihnen. Wir wussten ja, wie toll sie auf der Bühne waren und dass die Platten da nicht mithalten konnten. The Who on Tour, ein Live-Album. Genial. Ich habe es zu Hause aufgelegt, aber es war kein Live-Album, sondern nur die B-Seiten ihrer Singles. Ich fühlte mich betrogen. Also habe ich eine Kritik geschrieben, was für eine Mogelpackung dieses Album ist, und sie dem Rolling Stone geschickt. Und in der nächsten Ausgabe war meine Kritik abgedruckt. Da dachte ich, so einfach ist das. Und habe weitergemacht. Ich hatte Spaß daran. Greil Marcus ist 23, als er seine ersten Beiträge für den in San Francisco ansässigen Rolling Stone schreibt. Für $30 die Woche. Es ist sein erster Job und bei dem ist er bis heute auch geblieben. Als Musikkritiker mit Leib und Seele macht Greil gnadenlos Kleinholz aus allem, was ihm den Gehörgang verätzt. Seinen Vater hat der im Juni 1945 geborene Greil nie kennengelernt. Der Marineoffizier war 6 Monate zuvor gestorben. 1944 nimmt sein Schiff Kurs auf die Philippinen und steuert dabei auf einen Taifun zu. Doch der Admiral weigert sich abzudrehen. Daraufhin drängt die Besatzung Greils Vater, das Kommando zu übernehmen, vergeblich. Er nimmt lieber den ehrenhaften Tod in Kauf, als wegen Meuterei angeklagt zu werden. Aus dieser patriotischen Geschichte entsteht 1952 der Film Die Kane war ihr Schicksal mit Humphrey Bogart. Greil Marcus wächst also ohne Vater auf, aber mit dem Gefühl, dass Nationalismus ins Chaos führt. 1964 besucht er Politikseminare an der Universität von Berkeley bei San Francisco und macht Bekanntschaft mit dem Free Speech Movement, das sich für die Redefreiheit und gegen den Vietnamkrieg einsetzt. Ende der 60er überrollt die Situationismuswelle die Ostküste. In ihrem Kielwasser das Kollektiv Up Against the Wall, Motherfucker, benannt nach dem damaligen Standardspruch der Polizei bei der Festnahme schwarzer Bürger. Mit diesem Namen verbauen sich die New Yorker Anarchisten und Gegner der Gesellschaft des Spektakels jegliche Präsenz in den Medien, für die das Wort Fuck damals verboten ist. Wie die Dadaisten prangern die Motherfuckers die Absurdität des Krieges und die bürgerliche Gesellschaft an. Doch vor allem beeinflussen sie die Yippies, radikale, den Black Panthers nahestehende Hippies, angeführt von Jerry Rubin, der die Provokation liebt. 1967 besucht der Antimilitarist als Weihnachtsmann verkleidet die Kommission für antiamerikanische Angelegenheiten. Und später stellt er mit den Yippies einen Präsidentschaftskandidaten auf, das Schwein Pegasus, hier bei seiner Festnahme. Amerika brodelt und der US-Punk nutzt die Gunst der Stunde, allen voran die Ramones. Als die New Yorker 1976 in London spielen, fällt damit der Startschuss für den britischen Punk. Ein Jahr zuvor veröffentlicht Greil Marcus mit 30 sein erstes Buch Mystery Train, in dem er beschreibt, wie Elvis Presley auf den Zug der ersten Bluesänger aufspringt. Seine Theorie? Um das Geheimnis unserer Zivilisationen zu lüften, müssen wir uns die Geschichte der Gegenkulturen ansehen. Es gibt zahlreiche gegenkulturelle Erfahrungen, Aktivitäten oder Initiationsriten, bei denen ich nie mitgemacht habe. Ich führte immer ein sehr konventionelles Leben. Und dann kam Anfang der 70er der Punkt, an dem sich das Ganze zu einer Ideologie zusammenzufügen schien. Aber ich interessierte mich mehr für Rockmusik.
Das war meine große Leidenschaft und mein intellektueller Motor. Rockmusik war für mich Teil der amerikanischen Kultur. Und deshalb schrieb ich auch mein erstes Buch. Sly Stone zu hören, ist für mich nichts anderes als Frederick Douglass zu lesen. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Und wir führen Tragödien auf, die schon vor langer Zeit geschrieben wurden. Wir verändern sie zwar, aktualisieren sie, aber sie kommen ja nicht aus dem Nirgendwo.